So, grüß dich, ich bin's wieder, Enker Spangler Franz. Ich muss heute ein Blechdachl die Bahnen profilieren. Die werden im Doppelstehfaltsystem dann ausgeführt. Und jetzt mache ich einen Winkelfalz und das ist schon alles dran. Da habe ich eine Verschiebbox, die Mini-Prof Profiliermaschine. Die ist für mich ideal. Ich habe da drin, bloß durch und dann kommen die fertigen Bahnen raus. Und das zeige ich jetzt. Und jetzt gehört das passende Einhängedraufdicht dazu. Und das zeige ich euch jetzt. Zuerst einen Zentimeter umkanten, das Blech wenden, in dem Fall mache ich den Einhang mit 10 cm. Das ist aber variabel zu der Dachrinne. So, jetzt kommt wieder mein Trick. Ich spanne mir da einen Blechstreif ein. Den darf aber Berufsgenossenschaft nicht sehen. Dann muss ich da umschalten auf den anderen Fußraster. Und dann kann ich da 3,5 messen und mit deinem Fuß
Betätige das dann. Gut, das passt jetzt noch nicht ganz. Das muss ich noch ein wenig aufmachen. So umgehe die Sicherung. Nicht erlaubt. Wenn es wieder auszuschalten, wieder gut. Und das hält sich ganz normal. So, und da habe ich jetzt dann das ganze Blechdachel da. Doppelstehfalzdach, Breva Anthrazit mit Draufblech. Draufblech geht allerdings noch ein paar Meter ab, aber den muss man erst messen, wenn ein Dachrinner montiert ist.